Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Homefront The Revelation. Oh yeah, im letzten Part haben wir am Sonntag angefangen. Und jetzt nach One Piece Pirate Warriors 3 wird dieses grandiose Spiel weitergehen. Und zwar auch durch die Woche. Nicht nur, also jetzt wird es dafür am Wochenende nicht mehr kommen. Reise zur roten Zone von Entry. Oh yeah. Denn wir sind hier eigentlich hier mal rangekommen und haben unsere Verbündeten gefunden. Durch Zufall. Ob das jetzt so gut geht, wir werden sehen. Also die Ladebalken verbrauchen mal unglaublich lange Zeit. Okay, interessant. Aha. Dana, Parrish hier. Ich schicke dir Brady vorbei. Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Scheiße, Dana. Wir haben Besuch. Die Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Ideen? Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie angreifen. Aha. Gibt's hier noch was für mich? Oder... Was? Nichts vor sich. Ich bin nur hier am rumgucken, ob es hier noch was für mich hat. Tagebuch aufheben. KVA-Ankunft. Aha. Heilige Mutter Maria, falls ihr das nachlesen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ich bin nicht so der Kriegskollege hier. Essen werde ich noch nicht töten. Warum habe ich hier noch eine Nachricht offen? Parrish. Ich weiß, dass Dana nicht gerade einfach ist, aber sie ist die Beste, die wir haben. Sie wird dir zeigen, wie man da draußen überlebt, also hör auf sie. Okay. Danke, Parrish. Werde ich machen bei Gelegenheit. Aber jetzt zuerst mal hier lang. Hier gab es nichts. Wie hier müssen wir hoch. Aha. Gleich gibt es Gegner an die Backen, oder wie? Wir haben Gesellschaft. Brady, hier drüben. Okay, Parrish möchte dich ausbilden. Und ich denke, ich bin dir von vorhin noch was schuldig. Also wirst du von den Besten lernen. Stell nur nichts Dummes an. Neuer Plan. Wir lauern dieser Patrouille auf. Brady, du gehst am besten mit G-Man mit. Mach einfach, was er sagt und versuch nicht zu sterben. Komm schon, Kumpel, hier entlang. Ach ja, versuch nicht zu sterben. Alpha, habt ihr was? Warte doch kurz. Okay, ja. Dana, in der Elmtree Avenue, direkt vor uns, sind Fässerfallen aufgebaut. Brady, wir müssen hier entlang. Komm schon, beeil dich. Hey, hier entlang. Durch das Fenster und dann Kopf runter. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Jetzt oder nie. Schieß!
I have a little bit problem, würde ich sagen. Und wir geben uns jetzt mal die Spritze. Was zum Geier? Oh Mann. Wie komme ich hier runter? Okay. Nehme ich gerne mal mit. Okay. Dann rennen wir am besten mal so rum. Ich hoffe, das geht auch so. Easy klar, wie ich das mache. Aha. Interessant. Dana, Isaac hier. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wo seid ihr denn? Isaac, wir sind auf ein Problem gestoßen. Es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Jeder versucht, einen Empfänger zu erreichen. Vielleicht kommt er durch. Brady, ich habe einen Empfängerstandort auf dein Telefon geschickt. Wir versuchen es bei den anderen. Viel Glück. Ist ja mal geil, dass man sowas fahren kann hier. Scheinwerfer, ist klar. Okay. Und das soll jetzt glatt laufen bis dorthin. Das bezweifle ich. Ich komme nämlich mit der Steuerung so nicht ganz gut klar. Ja. Halt die Backen, Kollege. Au. Ich danke dir. Hier spricht Parrish. Wie sieht's aus? Seid ihr schon beim Sendeempfänger? Nach dem Kampf um Parrish, wir sind auf Probleme gestoßen. Wir mussten uns trennen. Einer von uns wird es schaffen. Keine Sorge. Okay. Ja, und am Schluss werde ich das sein, oder wie? Am Schluss werde ich das sein, der das schafft, hier hinzukommen. Und ihr nicht. Kann ich hier wieder runter? Danke. Bist du ein Feind? Nö, du bist der Kollege. Na dann, gucken wir uns das mal an. In diesem Lagerhaus befindet sich ein KVA-Sendeempfänger. Wenn wir Zugriff darauf hätten, bekämen wir womöglich Informationen über den nahegelegenen Stützpunkt und andere KVA-Operationen in der Zone. Und so macht man eine neue Base frei. Ach, das ist die Karte. Habe ich mir bis jetzt noch nie angeguckt. Erdschlag? Gut. Kommt mir ein bisschen vor wie Vice City oder San Andreas, besser gesagt. Brady, hier spricht Moore. Du konntest den Sendeempfänger besorgen. Ich bin beeindruckt. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hatte recht, was dich angeht. Ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen. Aha. Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Ned Sharp hat dort das Sagen. Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Ich lade den Standort jetzt auf dein Handy hoch. Wir sehen uns, Brady. Interessant. Hier spricht Philly Alpha an alle verfügbaren Teams dazu. Ha. Walker, wir müssen ihn zurückholen. Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ich möchte, dass alle ihre Augen und Ohren offen halten. Jedes Wort, jedes Zeichen, jede noch so kleine Information, wohin sie ihn gebracht haben könnten, meldet ihr. Haben das alle verstanden? Laut und deutlich. Bin dabei. Alles klar. Oh, ne. Die Ops machen sich bestimmt schon
Haben die mich jetzt wirklich gesehen irgendwie? Ich hoffe jetzt nicht. Hallo? Wo könnte man hier looten, würde ich mal meinen. Weil irgendwas muss es ja damit auf sich haben. Na? So, hier runter. Dann sind wir wieder am gleichen Ort wie vorhin. Eigentlich sollte ja hier was sein, ne? Oder zumindest da runter, aber... Darunter geht's da nicht mehr, ne? Okay. Looten ist hier wohl nicht so angesagt. Andy, hier ist Curly Alpha. Wo seid ihr? Wir beschaffen den Armschiff-Vorräte für Ned. Habt ihr was? Wenn du das wüsstest, wo ich bin. Teams Walkers Spur aufnehmen. Oberst der Priorität. Verstehe. Sobald wir uns diesen Truck mit den Vorräten geklaut haben, machen wir uns auf den Rückweg. Schön für euch. Ich guck mir das hier noch an. Vielleicht ist hier noch was für mich. Von Interesse da. Deswegen. Dankeschön. Aha. Und hier geht's auch noch was. Sehr schön. Genau wegen sowas bin ich hier nochmal durchgerannt. Genau wegen sowas. Oh Mann, ein Generator, der zunächst zu gebrauchen ist. Auch okay. Na dann. Verziehen wir uns wieder. Was Mitglied, was? Auf dein Kommando. Oh, ganz geil. Ist das geil. Ich kann Leute für den Widerstand mitnehmen. Yo, das läuft doch mal. Sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich hier zurück? Brady, diese Stützpunkte sind eindrucksvoll. Aber ich glaube, sie müssen hier entdecken. Wir haben eine Schwachstelle bei der Schiffschiffe. Bringe dort eine Bombe. Dann kannst du einen Weg freischalten. Ein paar Leute haben vorgeschlagen, mit einem Motorrad über die Mauer zu springen. Aber dafür muss man ziemlich verrückt sein. Tja, kann es geben, dass man ein Arschloch sein muss? Ich habe Pläne gesehen, laut denen mehrere Tunnel in einen dieser Orte führen sollen. Leider konnten wir das noch nicht bestätigen. Wie auch immer du es versuchen wirst, es wird ein harter Kampf. Halte dich gut vor, okay? Ach, was. Das wird schon. Bin ich falsch gelaufen, falsch gefahren, wie auch immer. Verdammt. Verdammt. Ich habe ein little bit problem. Freunde. Bye. Und hier ist Endstation, oder? Dann brauche ich mal dringend eine Karte, Kollege. Egal wie. Sicher hier drauf gibt es sicher keine Karte, ne? Oh, hi. Interessant. Nur nicht interessant genug, wie ich finde. Komme ich da hoch? Weiß ja nicht, dass ich da oben will, aber Geronimo! Ich weiß auch nicht, wie ich rüberkomme. Das ist da auch noch so eine Nebensache. Oh. Hups. Sorry. Fahren wir mal hier durch. Keine Ahnung. Wo wir durch müssen. Oh Mann.
Also wie gesagt, mit der Steuerung komme ich nicht klar. Und wie ich sehe, hat es hier verschiedene Motorräder, die man mitnehmen kann. So. Jetzt mal gucken. Karte bitte. Eigentlich sollte man das ja mit dem können. Darf ich mal durch? Nix da. Nix da, das schaffen wir schon. So. Lasst mich mal durch. Dankeschön. Das war ja prima. Endlich habe ich den Ausweg gefunden. Nach irgendwie 10 Minuten. Betrete Unterschlupf. Mal schauen. Ja, nö. Und wie es dann da aussieht. Hi. Hier unten meinst du? Kein Problem. Ach, draußen? Ja, ist kein Problem, machen wir schon. Ach, da ist unser Boss. Dann gucke ich mir das hier noch genauer an. Zeitpunkt. Wir vermissen eine Patrouille und ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber warte noch einen Augenblick. Versuch Connor zu erreichen. Frag, ob er die Küste kontrolliert hat. Vielleicht haben sie sich verlaufen oder hängen wo fest. Wenn er Zeit hat, soll er sich ein Motorrad nehmen und nachsehen. Entschuldigung, Brady. Ich bin übrigens Ned Sharp. Ich kümmere mich um das Waffenlager hier. Aber wie ich schon sagte, ich habe eine Patrouille verloren. Sie sind einer Spur nachgegangen, die darauf hinwies, dass Walker verlegt werden würde. Sie sprachen von einem Konvoi, dann brach die Übertragung ab. Jede Information über Walker ist wichtig. Wir müssen herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Es suchen schon einige nach ihnen, aber das Gebiet ist riesig. Du musst da raus und uns bei der Suche helfen. Ich versuche die ganze Zeit, sie zu erreichen. Vielleicht blockiert irgendwas ihr Funkgerät. Ned, ich gebe mein Bestes. Ich habe Andy gesagt, dass er zu übermütig wird. Wieso können manche Leute nicht vorsichtiger sein? Hey Neuer, wenn du nach Andys Patrouille suchst, dann solltest du dich besser auf eine Menge Ärger gefasst machen. Ich habe hier ein paar Rohrbomben. Mit ihnen kannst du sowohl Fahrzeuge als auch Soldaten wegpusten. So bekommst du eine Chance gegen diese verdammten APCs. Komm schon. Ich werde den Nox nie verzeihen, dass sie unsere Stadt zerstören. Das wird doch mal ein Bombenspaß, würde ich sagen. Verlassen wir den Unterschlupf. Und gucken mal an, was wir denn so hier heute noch zu Gange kriegen. Das wird jetzt lustig und interessant. Hier rüber. Hier durch, okay. Und Brady, jetzt? Hier spricht Ned. Je weiter wir uns verteilen können, desto größer ist unsere Chance, Ned und seine Männer zu finden. Ich markiere dein Suchgebiet auf deinem Handy. Solltest du etwas finden, was ich davon erfahren. Dein Ernst gerade. Oh. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich wahrscheinlich bald kein Medikit mehr habe, dass ich eine irre Zeit brauchen werde, um dorthin zu gelangen, außer ich nehme mir das Motorrad mit. Und natürlich die Gesundheitsmedizin da. Sehr gut. Ah, sehr schön.
Solange ich hier irgendwie drauf bleibe, sollte alles klar gehen. So. Hier drüber jumpen. Och. Bis ich das alles eingenommen habe, drehe ich hier am Rad, Ich sag's euch. Ich habe nicht gerne diese Ego-Perspektive. Brady, wir haben Andys Nachricht zurückverfolgt und du bist am nächsten. Ich markiere die Übertragungsquelle auf deinem Handy. Geh dorthin und sieh nach, ob du helfen kannst. Ich schicke so bald wie möglich Unterstützung. So, wir sind hier. Mal schauen, wo wir denn hier lang müssen. Oh Mann. Und ich muss natürlich innen drin Regeln gehen, ne? Also in Position wäre die Kraft ab. Aha. Oh Mann, das war jetzt gar nicht gut. Ja klar, die da vorne erwische ich, aber die dort hinten nicht. Keine Munition mehr. Das finde ich jetzt weniger cool. So. Ne. So. Oh. Oh, ich bin tot. Ja gut, aber was will ich da machen? Ja, was willst du sagen? Dass ich schlecht bin, kleines Spiel? Oh. Was du nicht sagst, aber mit einem Ego-Shooter kann ich auch mich nicht identifizieren. Wie gesagt, ich mach's wegen der Geschichte wegen. Aber gut. Kommen wir bitte jetzt wieder dort raus. Nach einer langen Ladezeit. Ich hoffe. Vor allen Dingen, warum habe ich die hinteren nie getroffen? Die, die vorne durchgerannt sind, kein Problem. Dein Ernst gerade. Ich muss da jetzt wieder raus. Das war jetzt nicht dein Ernst, Kollege. Wieso haben Sie sich nicht zurückgemeldet? Das weiß ich doch nicht. Meine Herren. Aber dann. Verteilen können, desto größer ist unsere Chance, Andy und seine Männer zu finden. Ich markiere dein Suchgebiet auf deinem Handy. Solltest du irgendwas finden, muss ich davon erfahren. Viel Glück. Nachricht zurückverfolgt und du bist am nächsten. Ich markiere die Übertragungsquelle auf deinem Handy. Geh dorthin und sieh nach, ob du helfen kannst. Ich schicke so bald wie möglich Unterstützung. Thank you.
machen wir das mal auf die gekonnte Tour. Wie machen wir das am besten? Das wird interessant. Machen wir es mal so. Yes. Und jetzt noch das da. So. Wenn ich das jetzt ungefähr so schieße, sollte es ungefähr passen. Jetzt habe ich noch eine Scheiße. Aha. Ich hoffe, das geht, was ich hier vorhab. So. Gesundheit gesnackt. Das war's. Man muss hier höllisch auf die Munition achten. Sonst ist man am Arsch. So. Wie macht man das am besten? Kann ich hier noch eine machen? Ich glaube nämlich nicht. Ressourcen benötigt. Oh Mann. Immerhin konnte ich mich noch heilen. Was du getan hast. Scheiße, ich hasse es, Leute zu verlieren. Der einzige Lichtblick ist diese Spur von Walker. Andys Leute haben gesehen, wohin sie ihn mitgenommen haben, und unsere Aufklärer haben vorhin gemeldet, dass noch welche am Leben sind. Die Norks haben sie gefangen genommen und in die gelbe Zone von Earlston gebracht. Wir müssen versuchen, sie zu befreien und herausfinden, wo sie Walker festhalten. Okay, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Earlston. Können wir uns dort treffen? Du erscheinst mir als ein Mann, der Ergebnisse erzielt. Ich markiere den Tunnelstandort auf deiner Karte. Wir sehen uns dort. Ich muss mir das mal gerade kurz kaufen, Freunde. Ned sagte mir, du hättest ihm wirklich geholfen. Bin froh, dir vertraut zu haben. Du sollst nach Earlston unterwegs sein, also muss ich dich warnen. Die Norks haben dich identifiziert. Dein Name ist überall in den Nachrichten. Pyongyang Polly erzählt allen, du seist ein Mörder. Du musst gut auf dich aufpassen, okay? Ned erklärt dir alles Weitere, wenn du ihn triffst. Gut, finde ich sehr gut. Ich finde sogar jetzt noch besser, dass wir eine Zweitwaffe haben, Freunde. Für den nächsten Part. Denn das war's jetzt auch schon. Denn wir werden hier sicher von einer Mission in die nächste geschmissen, fast so wie bei Watch Dogs.
wo wir dann... Oh Gott, ist das auch noch die ganze Karte? Oder ja, ich denke mal. Dass man dann hier rüberkommt und keine Ahnung. Und das hier alles wäre einzunehmen. Paschball Bahnhof. Oder so. Ein Radio einzunehmen oder wenigstens anzugucken. Keine Ahnung. So könnte man sich einen... Wie soll ich sagen? Einen Punkt machen, aber mehr auch nicht. Im nächsten Part geht es auf jeden Fall spannend weiter. Hier oben kann ich nicht schon schnell reisen dorthin. Warum auch... Ah, dorthin kann ich schnell reisen. Auch okay. Das wird ja sehr interessant, dass ich hier nicht schnell reisen kann. Ach, wahrscheinlich, weil das noch in einem roten Gebiet ist. Interessant auf jeden Fall, muss ich gestehen. Wahrscheinlich, wenn man mehr rumporten möchte, müsste man alles blau machen. Interessant. Aber cool. Freue ich mich, in der nächsten Folge weiterzumachen mit euch. Danke fürs Zusehen. Tschüss.